Diese unvergleichliche Schönheit der Arktis haben wir in vielen Debatten in diesem Haus, Ausstellungen immer wieder beschrieben. Wir wissen inzwischen alle, wie empfindlich dieses letzte große Paradies auf der nördlichen Halbkugel ist. Wir wissen aber auch, seit Russland vor einigen Jahren seine Flagge auf dem Territorium quasi gehisst hat, dass dieses letzte kalte Paradies, dass das in großer Gefahr ist, weil das Hissen der Flagge hat eigentlich eröffnet die Auseinandersetzung um die Frage, wem gehören die Rohstoffe, die in dieser Region liegen und wer beginnt wann damit, diese Rohstoffe zu fördern. In Vorbereitung auf die Debatte habe ich mich noch mal allgemein mit Ölförderung in Russland beschäftigt und habe eine erschreckende Zahl gefunden. 5 Millionen Tonnen Öl werden bei Ölbohrungen in Russland Jahr für Jahr unkontrolliert an die Umwelt freigesetzt. Das ist der Zustand heute. Das ist 6-mal mehr, als freigesetzt wurde bei diesem großen Unglück Deepwater Horizon im Golf von Mexiko. Es gibt also ganz guten Grund dafür, dass die Greenpeace-Aktivisten mit der Arctic Sunrise sich auf die Reise in die Arktis begeben haben, um dort ein Banner aufzuhängen an einer bisher einzigartigen Ölplattform dort in der Arktis. Diese gewaltfreie Aktion sollte ein Signal sein, nicht nur an Russland, sondern auch an den Rest der Welt, insbesondere an die Europäer, für unsere Verantwortung für das, was dort passiert. Die Reaktion darauf mit Piraterieanklagen, nicht nur gegen die 28 Greenpeace-Aktivisten, sondern auch gegen die 2 Journalisten, die dabei waren, ist völlig unverhältnismäßig. Der Europäische Rat sollte am Morgen und übermorgen der niederländischen Regierung beispringen. Es geht um den Schutz der Arktis. Es geht aber auch darum, dass die Europäer Russland gegenüber erklären, was dort geht und was wir nicht tolerieren werden, und zwar umweltpolitisch, aber auch was Demokratie und Freiheitsrechte angeht. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.